So, das mal weggehe, das auch. Und ich brauche. Ah ja, habe ich schon. Aber einer genügt ja. Und Glattstein. So, das hier ausbessern. Und das hier. So, haben wir jetzt noch was übrig hier von den Silberfischchen. Steinen da. Ja, auf die Schnelle sehe ich da jetzt nichts. Da auch nicht. Nee, das dürfte keiner sein. Ja, ich glaube, das sieht gerade ziemlich gut aus. Dass die alle so ziemlich weg sind. So, ja, ach komm, das ist ein schönes Arbeiten hier. Wenn ich denn da hochkäme und ich da in das Loch fiele. Machen wir einmal außen herum und dann gehen wir mal zum zur Werkstatt, zum Werksplatz oder wie das heißt. Experimentierplatz, genau. Experimentierplatz. Da noch weg und der noch weg und da noch. Das hier. Diese hier und diese. So, genau, da sind wir einmal rum dann. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich runterfalle und schon war es geschehen. Aber hier komme ich noch ganz gut von unten hin. So, aber hier in der Mitte dann. Wo haben wir die Ecke? Da. Es regnet Stein. Kriegen wir noch ein bisschen Eisenerz dazu. Nehme ich auch gerne, auch wenn es nicht wirklich nötig ist, aber warum nicht? Ja, und so wie es aussieht, sind wir dieses Silberfischchen jetzt irgendwie tatsächlich los. Ja, das ist mir ganz recht. So, die haben mir eine ganze Weile jetzt auch nur genervt. So, dann sammle ich jetzt mal den Stein hier ein. Ich habe sowieso so viel Bruchstein. Ach komm, ich kann den einfach liegen lassen. Wenn da nur Eisen irgendwie ist, dann... Ja, dann ist das auch egal. Komm, ich habe so viel Bruchstein. Was ist das hier? Rutsch, ach, rutsch schon. Ist nicht verkehrt. Habe ich auch noch viel, aber kann ich ja machen mit den Pflanzen. Ich habe zwar noch keine Rotsteinpflanzen, aber wie gesagt, ich kann die ja machen. So, dann kommt mal die Spitzhacke wieder weg hier. Das Gerümpel hier kommt alles da rein. Und dann nehme ich gleich mal, nachdem ich hier ein bisschen Ordnung gemacht habe, die Spritze wieder mit. Die ist leer, genau. Ja, okay, los, auf geht's zum Experimentierplatz. Beziehungsweise Feld erstmal. Schön, es ist Tag. Wie sieht's denn da aus? Haben wir denn da... Nee, gar nicht wahr. Doch, das ist das Richtige. Das war das Richtige. Ich leg mal... Ah, jetzt hätte ich gleich Bruchstein mitnehmen können, ne? Aber hier ist noch was. So, gleich nochmal nachlegen. Ah, da fehlt's wieder ein bisschen an der Energie, ne? Ja, der Rotor steht auch. Naja, okay, es ist eben gerade windstill. Das ist eben das, wenn man von der Windenergie seine Energie bezieht. Über Wind seine Energie haben will. Wenn kein Wind weht, hat man keine Energie. Es sei denn im Speicher irgendwie, aber wenn die Speicher auch leer sind, dann hat man Pech gehabt. So, CF-Schaum. Boah, wie war das denn nochmal? Das hier außen? Mal schauen, ob ich es auswendig kann. So, und dann brauchen wir Sand und in der Mitte dies hier. Tatsächlich. Das war richtig. Das ist auf jeden Fall genug für eine weitere Ladung. Kann sein, dass wir draußen noch was haben. Das macht aber nichts. Ja, komm, mach das Tür auf. So, Wasser müsste auch drin sein. Oh ja, guck mal, da haben wir noch drei. Ach so, muss ich von Hand rein? Nein, rein. Ach so. So, so, das hier. Wasser ist drin, genau. Dann stellen wir das um. Ja, und damit läuft das schon. Dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich kann schon mal die hier wieder auffüllen, was sehr schnell geht. Was mich immer wieder aufs Neue freut.
Oh, wie sieht's denn überhaupt aus hier mit dem... Kristall hier? Da wächst sogar ein Pilz auf dem Dings drauf. Hm, also da ist was drin, ja. Geht aber nicht heraus. Ach, warum denn nicht? Habe ich das verkehrt rum angeschlossen? Hm, eigentlich nicht. Vielleicht muss ich mich da doch nochmal etwas intensiver drum kümmern, damit das funktioniert. Denn eigentlich müsste es ja funktionieren, ne? Energie ist da. Okay, jetzt ist aber auch hochgeheizt. Aber das hier, da geht ja nichts voran. Und da ist auch leer, das müsste eigentlich volllaufen hier. Komisch, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung, ich muss mich da nochmal drum kümmern. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Okay, das dauert noch ein bisschen. Das kam mal die Hälfte erst gemacht. Ja, also gut, vormerken, nach der Aufnahme mal mich darum kümmern. Ich kann so lange da mal wieder ein bisschen Holzkohle verbraten. Und wir brauchen ja noch einiges davon. Ich schau mal nach da drüben. Wir brauchen so noch einiges von diesem CF-Schaum noch. Aber Moment mal, wir haben doch jetzt, wenn die aktuelle Schicht jetzt fertig ist, dann haben wir genau die Hälfte. Weil wir, also, naja, genau, von den Schichten her haben wir eben die Hälfte. Wir haben 3 Bodenschichten, 3 Deckenschichten und in der Mitte noch 4 Wandschichten. Und von diesen Wandschichten haben wir 2. Also fast fertig. Und dass dann noch für die Tür, für den Eingang Löcher drin sind und so weiter, ignoriere ich jetzt mal. Wenn man das noch so mitrechnen würde, das hieße ja dann, dass wir tatsächlich noch von der Anzahl der Blöcken her, dass, ne, Moment, so, dass wir tatsächlich noch nicht alles haben. So, das wird wieder darüber gemacht und das dahin und dann müssen wir da umstellen. Genau. Weil in der unteren Hälfte ja eben, naja, eben diese Löcher drin sind, wie für die Tür und so weiter. So, das Wasser wieder einfüllen. Das dauert auch eine Weile. Ja, okay. Dann stärke ich mich nochmal und damit geht's wieder zurück zum Reaktor. Damit werde ich jetzt hier gleich mal da hinten diese eine Lücke füllen. So. Und dann hier eben den Rest noch. So. Ach ja, Sand drauf. Aber ist das gut, dass es mit dem Sand geht. Beziehungsweise, dass das überhaupt geht. So, und dann kann man da oben gleich auch wieder die nächste Lage Gerüst machen. So, und der da hinten, der ja schon mal war. Ja, da kommen dann auch Gerüste dran. Der Sand kann erstmal wieder weg und ich brauche Gerüst. Oh, Moment, weil ich kann doch eigentlich gleich auch nochmal hier aus den Platten und den Zäunen weitere bauen hier. So, und das packen wir dahin. Bleibt wieder was übrig. Das weg. Jetzt bin ich gespannt, ob das so auch hinhaut. Ich fange mal da hinten an. Da vorne über der Tür, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Gerüste auch nebeneinander setzen kann. Ja, aber wenn nicht, dann muss ich die Türen eben nochmal rausreißen. Unten. Nein. Nicht runterfallen. Die Tür eben nochmal rausreißen und dann neu setzen, wenn das alles fertig ist. Das ist alles kein Problem. Ist ein bisschen Aufwand, aber ja, okay. Ja gut, ich werde jetzt erstmal diese Lagen an Gerüst machen. Ich sollte genug Gerüste haben, dass wir die komplette Lage mit Gerüsten jetzt machen können. Aber mit dem Bauschaum, mit dem CF, ja gut, Construction Former. Also, Bauschaum. Mit dem Betonschaum. Ah, tatsächlich, es geht. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann will ich eben hier vorne das machen, damit ich hier auch ordentlich dann drüber laufen kann. So. Das Kabel. Wir könnten das Kabel eigentlich noch anmalen.
in ja, gelb vielleicht. Finde ich jetzt auch ein bisschen doof, weil hier alles schon gelb ist. Da muss das Kabel nicht auch noch gelb sein. Obwohl es andererseits ja eben genau passen würde. So, oh ja, genau. Jetzt kommt erstmal hier was hin. So, und ich brauche auch gleich Sand. Und eine Leiter. So, dass ich dann nämlich gleich hochkomme. Dann erstmal weiter hiermit. Warum geht ihr jetzt wieder weg hier, der Kollege? Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht, aber ist auch egal. So, da... Ah, jetzt kann ich den da nicht hinsetzen. Warum denn nicht? Ich will ihn da hinsetzen. Den kann ich wahrscheinlich dann nur an andere hier Gerüste dran setzen. Okay, dann müssen wir da eben uns Umstände machen. Aber ja, doch, will ich jetzt gleich machen. Da muss eben die Tür weg. Oder geht das, wenn ich... Nee, Tür auf reicht auch nicht. Oh, Moment, doch, es geht, es müsste anders gehen, und zwar, wenn ich... Ah, Moment, ich muss mal versuchen... Achso, jetzt habe ich nur eins mit. Ich brauche ja, wenn dann, schon mehr. So. Und zwar, wenn ich jetzt... Ja, da... Da aufeinander. So, und jetzt hier da dran. Und jetzt müsste ich da noch was dran machen können. So, genau. Und jetzt kann ich die wieder wegmachen, denn da soll ja jetzt kein... Na, jetzt gehen die wieder alle weg. Ja, dann muss ich wohl doch die Tür wegmachen. Naja, gut, ich habe es versucht. Jetzt sehen wir, dass es nicht geht. Tür hält was aus. Achso, ich darf da nicht in der Höhe verschieben. Sonst dauert das noch länger. Okay, das hätten wir geschafft. Ich versuche es mal mit Sand. So, zwei Blöcke Sand. Und da der Kollege drauf. Und fertig. So, dann kann die Tür jetzt auch gleich wieder hin. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo. Ja, doch, wenn dann... Hier... Ja, okay. Wunderbar. Funktioniert. So, machen wir weiter hier mit unserem Schaum. Mhm. Oh, da ist er leer. Da ist er leer. Ja. Dann, Moment mal, hier noch ein bisschen mit Schaum. Mit Sand. Alles machen. Ja gut, jetzt habe ich auch keinen Sand mehr. Macht aber nichts. Oh, da liegt ja noch was. So. Zack, zack. So, und die paar noch. Ah, guck mal, dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Jetzt haben wir auf jeden Fall definitiv schon mehr als die Hälfte geschafft. Ja, die Decke noch mal. Ah, die anderen Steine hier, die sind ja alle weg hier. Echt, haben wir uns so lange da aufgehalten? Anderswo? Auf dem Experimentierplatz. Ja, sieht ganz danach aus. Ja, dann nochmal die Spitzhacke raus. Und dann wollte ich doch noch... Ja, genau, ich wollte ja noch weitermachen mit den TNT-Blöcken. Da ist ja auch noch was zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal eine Schicht hier von der Decke weg. So. Ja, und es ist in der Tat bislang kein weiterer... Dings aufgetaucht. Na, wie heißen die nochmal? Die Silberfischchensteine. Haben wir sie alle platt gemacht. Hier kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Ah, oh, Moment mal. Ja, ich wollte ja noch was machen. Richtig. Ich wollte ja noch, Lava wollte ich ja noch holen. Richtig. Ja, das können wir auch machen. Und zwar auch von hier. Man sieht es ja hier rechts oben im Bildschirm auf der Minikarte. Da gibt es hier in der Gegend noch einiges an Lava. Damit hatten wir ohnehin auch schon zu tun.
Nee, hier geblieben. Und ich dachte mir, das ist doch, ja, ne, ist direkt vor Ort. Da kann man sich Lava holen. So, okay, nicht runterfallen. Da muss ich nur wieder hoch. Nee, ich mache das immer umständlicher. So, hier, da. Okay, da haben wir schon alles weg. Das, oh, das da. Und den Rest hier noch. So, dann haben wir wieder eine Schicht weg. Die Steine muss ich jetzt nicht ansammeln. Nur ein bisschen gucken, ob da noch vielleicht... Ach, guck mal da. Das soll natürlich auch weg. So. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Nehme ich gerne mit. Oh ja, und da Eisenerz will ich nicht verkommen lassen.